Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Koaxialantenne, die ich mal vor einigen Jahren gebaut habe. Und die funktionierte ja recht gut. Und jetzt hatte ich mal wieder den Wunsch, ein schönes Wettersatellitenbild zu empfangen. Und habe dann bei mir habe ich jetzt viele Sachen umgebaut, also die Antennenkonfiguration und so weiter. Und dann fiel mir auf, dass der Empfang mit meiner Groundplane irgendwie ein bisschen gestört war. Und dann habe ich gedacht, naja, ach, ich probiere mal die Koaxialantenne, ne? Und ja gut, der ist jetzt gerade gestartet. Also der Satellit ist noch ziemlich niedrig, 17,6 Grad Elevation. Und als Empfänger nehme ich ja den APT-06. Das ist ein Spezialempfänger nur für Wettersatelliten, ne? Der ist echt super. Den gibt es in USB-Version und auch in einer Version mit serieller Schnittstelle noch, eine ältere Version. Aber der Empfang ist wirklich grandios. Und einen Antennenvorverstärker nehme ich für Scanner. Da könnt ihr auch den Moonraker M100 nehmen. Das ist das gleiche. Ja, und hier geht dann das Kabel zum Dach, wo ich meine Antennen habe. Und das ist ein Duplexer, der also eine Frequenzweiche. Und der entscheidet dann, je nach Frequenz, nehme ich entweder 30 Meter Langdraht oder diese Koaxialantenne. Und für diesen Frequenzbereich, das sind ja 137,9125 Megahertz, nimmt er dann natürlich die Koaxialantenne. Und die ist ja sehr breitbandig, ne? Ich habe das hier auch demonstriert dann an verschiedenen Beispielen erstmal, wie man das Ding baut. Und ich spule mal ein bisschen vor. Also ich mache dann den Link oben ins Video, ne? Ist gar nicht schwer herzustellen. Müsst ihr nur ein bisschen löten und Kostenaufwand ist so im Bereich von ja, vielleicht 10 Euro oder so in dem Dreh. Es wird dann halt zusammengelötet und dann in so ein Rohr gestopft. Da habe ich es dann schon mal getestet, dann aufs Dach montiert. Ja, da habe ich jetzt, könnt ihr euch ja mal anschauen, habe ich dann also verschiedene Frequenzen, auch sogar bis runter, bis Kurzwelle probiert, ging alles. Also das ist eine dolle Antenne. Naja. Jedenfalls habe ich mich dann gewundert, wie toll die Bildqualität wird hier für die Wettersatelliten. Und zwar das Besondere an der Antenne ist, dass das Signal kommt ganz sanft rein. Also anders kann ich es gar nicht beschreiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Breitbandantenne, ne? Da könnte ich ja diese Frequenz genauso empfangen. Die ich euch immer empfehle, diese SkyMag oder Skyscan 1300. Da kriege ich natürlich auch einen guten Empfang hin, aber das Bild ist nicht so schön. Das ist dann total grisselig, weil das Signal zu hart reinkommt. Und hier mit der Antenne ist alles schön weich und sanft und ja, und das spiegelt sich dann in der Bildqualität wieder halt, ne? Und man hört es ja auch, es ist fast rauschfrei, hin und wieder mal kleine Störung, die sich dann sofort natürlich hier manifestiert als so eine graue,
So graue Pünktchen. Aber ist nicht so tragisch. Und ich habe ja auch schon hier, ihr könnt es ja im Hintergrund sehen, das sind aktuelle Bilder, die ich jetzt die Tage aufgenommen habe. Vielleicht wechselt es gleich mal. Und das ist richtig brauchbare Qualität. Es ist nicht perfekt, also ich habe es auch schon besser hingekriegt, teilweise, aber es ist auch absolut brauchbar, ne? Man kann richtig was mit anfangen und man kann es auch ausdrucken. So, da hat er jetzt gewechselt, dann könnt ihr mal schauen. Das war mein erster Empfang mit der Koaxialantenne jetzt kürzlich. Wunderbar, ne? Ja gut, hier so ein paar Striche, ne? Aber egal. Also wenn ihr mit dem... So, jetzt sieht man, hat da die Übertragung abgeschlossen und dann fängt er sofort an mit der Bildbearbeitung. Man kann ja das einstellen, wie was für Bilder er da erzeugen soll aus dem Rohmaterial. Das sind ja immer zwei Bilder, die er abruft und die werden dann zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Und da hat man dann halt ein schönes, die werden auch nochmal entrauscht und alles Mögliche. Das geht alles vollautomatisch. Also macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man da was hinkriegt in der Richtung. Deswegen wollte ich euch mal auf die Antenne nochmal aufmerksam machen, weil die ist halt billig und man ist nicht so kompliziert herzustellen, wie diese ganzen, was man im Internet so findet halt, nicht? Über Wettersatellitenempfang. Da gibt es ja dolle Konstruktionen, was die Antennen angeht. So, jetzt mache ich mal, wann kommen die nächste? 8 und 39, 14 Uhr, ach, ist Stunden weg. So, auch ein Bild reicht mir auch pro Tag eigentlich. So, jetzt habe ich hier meine gespeicherten Bilder. Und da gibt es halt, das ist jetzt alles von heute hier, von eben gerade 8:28 Uhr, 8:28 Uhr, 8:28 Uhr. Also das, genau, hier fängt es an. Das ist das Ursprungsmaterial, das sind diese zwei Bilder. Und daraus macht er dann automatisch die voreingestellten Formate. Das sind die verschiedenen Formate, die man haben kann. Das kann man alles einstellen in Auto Processing Options, ne? Da kann man das einstellen, welche Bilder man gerne entwickelt haben möchte, wenn man so will. Gut, das ist das Ausgangsmaterial. Ich mach's mal groß. Ausgangsmaterial. Dann haben wir hier so ein Schwarz-Weiß-Bild. Dann haben wir nochmal Schwarz-Weiß. Und dann, das ist mit, da geht es um Temperatur. Das kann er auch. Das ist eine Temperaturkarte. Was schreibt er denn da? Wie nennt er sich da? Sagt er hier nicht. So, und dann gibt es halt sowas hier. Das sind sogenannte Falschfarben. Und dann. So, hier sieht man, da sind so ein bisschen, scheint so ein kleiner Fehler hier zu sein mit der Ländergrenze, ne? Hier am Stiefel. Aber hier passt es wieder. Nö, passt eigentlich gut. So, und das ist eigentlich so mein Lieblingsformat, das heißt MCIR. Ja, aber man, das Wichtige ist die Wolken, nicht? Man sieht, wo die Wolken sind. Hier ist zum Beispiel Deutschland hier, ne? Diese Kartoffel. Ja. Nö, da kann man richtig was mit anfangen. Das ist toll. Und es geht sogar hier fast runter bis zu den Kanarischen Inseln. Also sehr guter Empfang. Ja, und für Wettersonden kann ich die Koaxialantenne auch nehmen, wie ihr seht. Das ist 402,7 Megahertz, also deutlich höher als 137, aber der Empfang ist super. Ist also sogar ein bisschen, ein ganz bisschen besser als mit der gekauften
Breitbandantenne, die ihr ja schon kennt, also die SkyMag SkyScan 1300. Habe schon ein paar Tests gemacht wegen der Reichweite und wirklich toll, also grandios und alles für 10 Euro.